Hallo an alle YouTube-Freunde da draußen. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. In dem heutigen Video geht es mal wieder um 3D-Druck. Genauer gesagt um Filament-3D-Druck. Kennt ihr das? Ihr habt ein Objekt gedruckt, das irgendwie ein Loch hat. Und in dieses Loch soll zum Beispiel so ein Kugellager hier rein. Ihr wisst genau, die Datei ist zu 100% IO, ihr habt auch den richtigen Durchmesser bei der Konstruktion angegeben, aber wenn ihr das Teil dann gedruckt habt und ihr das Kugellager einbauen wollt, dann stellt ihr fest, passt nicht. Ja, und dann ist erstmal der Frust groß. Wenn ihr dann nachmesst, merkt ihr plötzlich, viel zu klein. Ne? Eigentlich sollte das Loch 22 mm sein und wir haben gerade mal 21,6, 21,7. Durch Zufall bin ich jetzt auf eine geniale Einstellung in Cura gestoßen, mit der sich das Problem in Handumdrehen lösen lässt. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Doch zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache. Von Zeit zu Zeit veranstalte ich auch OpenK Einsteiger Seminare. In diesem Seminar stelle ich euch das geniale OpenK System mit all seinen Funktionen vor. Und ihr baut unter Anleitung euer erstes, genau dieses OpenK Fahrzeug auf und nehmt es in Betrieb. Das nächste Seminar findet bereits am 25.05. in Schneitach statt. Hierfür sind noch wenige Plätze verfügbar. Wenn du jetzt vor dem Monitor sitzt und vielleicht Interesse daran hast, dann findest du alle weiteren Informationen zum Inhalt, Ablauf, Anmeldung und auch den Kosten auf meiner Homepage. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir endlich los. Ich wünsche euch viel Spaß. Also, ich habe Cura schon mal wieder geöffnet. Bei mir ist es die Version 5.0. Es gibt, glaube ich, auch schon eine neuere Version, aber auch da drin wird es das mit Sicherheit geben. Und jetzt müssen wir bei den Druckeinstellungen, ja, müssen wir mal gucken. Da gibt es nämlich die Kategorie Wände. Und da gehen wir mal hinten auf die Einstellungen. So. Und in der Kategorie Wände, da suchen wir jetzt den Punkt Horizontallocherweiterung. Und den haken wir an. So. Dann erscheint der hier und hier können wir jetzt ein Maß eingeben, ja, in Millimeter. Und wenn ich hier auf den Punkt drauf gehe, dann erscheint hier neben so einem Infotext und da steht es ja eigentlich auch schon drin, Versatz, der auf die Löcher in jeder Schicht angewandt wird. Ja, bei positiven Werten werden die Löcher vergrößert, bei negativen Werten werden die Löcher verkleinert. So. Da ja unsere Löcher eh zu klein sind, macht es da keinen Sinn, einen negativen Wert einzugeben, sondern da müssen wir einen positiven Wert eingeben. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich hier jetzt die Hälfte von meinem Düsendurchmesser eintrage, dass ich dann genau mein Lochdurchmesser kriege, der auch im 3D konstruiert war. Ja. Wichtig ist halt, wenn ihr das ausprobiert. Es muss im Prinzip jeder selbst ausprobieren, wie sein Drucker reagiert und so weiter. Wichtig ist halt, wenn ihr sowas ausprobiert, probiert Löcher verschiedener Größen aus. Es kann nämlich sein, dass zum Beispiel kleine Löcher dann ein bisschen zu groß werden oder so. Ja, da müsst ihr einfach mal ein bisschen hin und her probieren. Ich habe das schon mal gemacht und bei meinem Drucker habe ich halt festgestellt, die besten Ergebnisse erziele ich, wenn ich jetzt hier 0,2 mm eingebe. Ja. Quasi, wie gesagt, das ist die Hälfte vom Düsendurchmesser. So. Und wenn wir jetzt unser Objekt nochmal drucken, dann passt euer Lochdurchmesser. Ist doch total einfach und genial, oder? Und hier dann auch nochmal der Beweis. Das war ja das Teil, das zu klein war. Ja. Also da hat es nicht reingepasst, das Kugellager. Seht, es fällt schon auf den Boden. Und hier jetzt das neu gedruckte Teil mit dieser Einstellung. Und ihr seht, schaut mal, voilà, passt ganz sauber rein. Ich drücke es jetzt bloß nicht ganz rein, sonst kriege ich es später nicht mehr raus. Wenn ich hier jetzt quasi messe,
voilà, ihr seht, 22. Ne? Also ihr seht, bringt tatsächlich was. Wenn sich jetzt der ein oder andere vielleicht fragt, ja, warum ist es eigentlich so oder was sind die Hintergründe, warum das Ganze so ist, muss ich euch ehrlich sagen, genau weiß ich es auch nicht. Das Einzige, ich zeige euch jetzt mal die Vermutung, die ich habe, was da normalerweise passiert, wenn ich eben die Einstellung nicht vornehme. Ja? Ich zeichne einfach mal hier kurz so eine Bauplattform auf. Ja, mal so ein bisschen übergroß, einfach mal so. Das ist unsere Bauplattform, wo normal unser 3D-Objekt ja, gebaut wird. Ja? Und irgendwo haben wir dann hier jetzt, sag ich mal, unseren Druckkopf. Ja? Da kommt er dann da unten irgendwo so das Hotend raus. Und an dem Hotend unten sitzt hier die Düse. Ja? Und die hat ja hier so einen Spalt. Und aus dem Spalt kommt ja unser Filament heraus, unser geschmolzenes Filament hier. So, das kommt ja hier aus dem Spalt raus und in dem Moment, ja, wenn das Filament auf unser Druckobjekt, entweder auf die Bauplattform oder auf unser Druckobjekt, auf die vorhergehende Schicht trifft, ja, dann bleibt es ja nicht so, sondern es wird ein kleines bisschen so breit gedrückt. Ja. So kann man sich das vorstellen, was da passiert. Und jetzt sieht man ja hier unten, das ist relativ breit. Hm? Und das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, wenn ich diese Einstellung nicht vornehme, dass bei der Berechnung von unserem Druckjob, dass nämlich da Cura hergeht und nimmt, sage ich mal, ich mache das jetzt, ich zeichne mal hier so eine gestrichelte Linie ein und nimmt genau, sage ich mal, die Filamentmitte, ja, als mein Maß, ja, als meine 22 mm zum Beispiel. Und in der Realität ist aber mein Material halt hier. Ja? Und jetzt seht ihr schon, hier ist eine kleine Differenz. Ja? Eine ganz kleine Differenz. Und genau das ist dann das, was am Ende mein Maß zu klein werden lässt. Und das ist meine Vermutung, dass eben, wenn ich diese Einstellung nicht vornehme, dass Cura bei der Berechnung meines Druckjobs und meiner Filamentbahn, sag ich jetzt mal, als Radius diese Achse hier annimmt. Ja, und mein Filament aber in der Realität ja breiter ist, wie jetzt die Achse, genau diese Mittelachse. Ja, und dass dann durch diese Differenz eben mein Radius, meine Bohrung zu klein wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es 3D-Drucker gibt, ja, die das in der Druckersoftware zum Beispiel ausgleichen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da sogar Drucker gibt, die das von sich aus ausgleichen. Ja. Dann habe ich mit dem Drucker da gar kein Problem, brauche die Einstellung nicht. Ne? Aber auf jeden Fall für jeden, der quasi das auch mal bemerkt hat und sich dann wundert, warum seine Löcher zu klein sind, hier einfach mal der Tipp, probiert einfach mal mit dieser Einstellung. Und ihr werdet sehen, oh Wunder, eure Löcher sind danach in der richtigen Größe. Mich würde auf jeden Fall mal eure Erfahrung und eure Meinung interessieren. Habt ihr auch die Probleme? Ja, und was für Feststellungen habt ihr gemacht? Oder habt ihr gar keine Probleme? Was für einen Drucker habt ihr dann? Wenn jetzt jemand von euch keine Probleme hat und vielleicht einen anderen Drucker hat, dann würde das wieder darauf rauslaufen, dass man sagt, okay, manche Druckerhersteller machen Gleichendes eben in ihrer Druckerfirmware aus. Also eure Meinung würde mich wirklich sehr, sehr gerne interessieren. Deshalb schreibt mir es doch bitte mal in die Kommentare. Ansonsten sind wir hiermit am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne den Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.